Hier zeige ich euch, wie ihr einen Fisch als Giftgeschenk falten könnt. Ihr faltet den kleinen einmal in der Mitte. Einmal. So lang, also sprich. Habt ihr den Schein zugefalten? Klappt es wieder auf? Faltet den Schein jetzt hochkant. Faltet jetzt die Kanten immer zur Mitte. Kommt jetzt auch bei und falte zwei Kanten zur Mitte und dann ergibt sich jetzt hier so eine Ecke, die ihr jetzt nur noch zurechtdrücken braucht. Das gleiche hier, haltet ihr den Finger auf und faltet die Kante wieder bis zur Mitte. Und schon ergibt sich wieder die nächste Ecke. So sieht euer Geldschein auch jetzt aus. Jetzt kommt ihr ganz einfach bei und drückt zwei Kanten nach unten. Das sind jetzt die Flossen, den Schwanz einmal so knicken, bis eben jetzt hier wieder die Kante bis zur Mitte. Und die obere Ecke nehmt ihr, fahrt ihr einmal so mit dem Finger rein und könnt jetzt den Geldschein so drücken. Und wenn ihr jetzt den Geldschein umdreht, habt ihr den Fisch. Das ist jetzt super, wenn man den auf ein Geschenk aufkleben möchte. Ich nehme dafür diesen, wenn ich was aufklebe auf Geld, nehme ich immer diesen beidseitigen Kleber, dieses Klebeband. Und genauso mache ich auch mein Wackelauge jetzt hier fest. Das Wackelauge hat den Durchmesser von 0,7 mm. Ich finde, diese Größe passt jetzt am besten dazu. Komme ich hier und schneide eben halt nur hier dieses überstehende Band. So ab. Und kann jetzt hier diese Schutzschicht abmachen. Hier super das Fischauge aufkleben, welches dann noch schön wackelt und eben auch hier unten einfach einen Klebepunkt, um es an ein Geschenk oder an einer Karte oder mit etwas
anzukleben und zu befestigen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es in den Communities. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber auszuprobieren.